Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Verschwörungstheorie in Los Santos. Denn es wurde berichtet, dass Aliens kommen, dass UFOs schon gesichtet wurden am Himmel. Und was das Ganze auf sich hat, Leute, erfahrt ihr natürlich in diesem Video. Aber bevor wir mit dem Video starten, Leute, würde ich erstmal was mit einem fetten Like fürs Video da zu lassen. Und außerdem, Leute, für die, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, so verpasst ihr die krassesten Verschwörungstheorien aller Zeiten. Aber ich würde sagen, fangen wir auch nochmal direkt an. Als erstes, nein, es ist keine Verschwörungstheorie, sondern Realität. Es spawnen tatsächlich UFOs. Wie könnt ihr denn diese UFOs finden, Leute? Naja, tatsächlich hat Rockstar Games diese UFOs bei der aktuellen Eventwoche hinzugefügt. Und zwar spawnen die UFOs an einer bestimmten Location an bestimmten Tagen. Das bedeutet, am Tag X spawnt es da oben und am Tag Y spawnt es da. Aber wann spawnt es an dieser Location? Naja Leute, hier habt ihr erstmal generell die Locations, wo die UFOs spawnen können und an welchem Tag sie spawnen, und die UFOs spawnen zwischen 22 und 3 Uhr morgens an jedem Tag. Aber Leute, hier muss ich auch betonen, wenn das UFO einmal vor euch gespawnt ist und ihr es nochmal euch anschauen wollt, weil das despawnt ist oder weil es halt nach 3 Uhr nachts ist, dann müsst ihr euch tatsächlich eine neue Sitzung suchen, denn das UFO, so wie es scheint, spawnt nur einmal vor euch in einer Sitzung. Also einfach neue Sitzung suchen und dann nochmal die Zeit abwarten, wann es halt spawnt. Aber Leute, was gibt es denn sonst noch über diesen UFO zu sagen? Naja, das UFO spawnt und hat so einen Lichtkegel, als würde es irgendwas suchen. Was genau das sucht, wissen wir tatsächlich nicht, denn Rockstar Games hat ja irgendwie nicht so viel darüber gepostet, oder ehrlich gesagt gar nichts. Die haben es einfach hinzugefügt. Man geht davon aus, dass es irgendwie was mit den Halloween-DLC zu tun haben könnte, aber ne, ist ja auch alles nur Spekulation. Aber wenn ihr zum UFO-Platz hinfahrt und so gesehen das UFO für euch spawnt, müsst ihr darauf aufpassen, dass ihr nicht zu nah an dieses UFO fliegt, denn wenn ihr zu nah seid, kommen Blitze, das UFO verschwindet und eure Motoren fallen aus. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel über Wasser seid, weil das UFO am Wasser spawnt, ja, geht ihr halt schwimmen mit dem Auto, ne? Das Auto ist dann kaputt und ja. Deswegen, Leute, empfehle ich hier tatsächlich einfach die Oppressor MK2, denn das schwebt in der Luft und falls eure Motoren ausfallen, fällt ihr nicht sofort ins Wasser. Aber dafür müsst ihr auch fliegen und nicht so wie ich jetzt hier übers Wasser gleiten, dann ja, seid ihr halt im Wasser. Blöd gelaufen für mich, aber egal. Generell war es tatsächlich schon zu diesen UFO-Informationen. Denkt dran, Leute, dass an jedem Tag eine andere Location ist und schaut euch die UFOs selber an. Ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, denn sowas ist tatsächlich nicht häufig in GTA, sondern eigentlich sehr selten. Deswegen, Leute, würde ich euch sehr empfehlen, das euch anzuschauen, denn das wird so bald nicht mal wieder passieren. Aber wenn euch dieses kleine Informationsvideo über die UFO-Theorien und die Alien gefallen hat, dann würde ich mich übelst von den fetten Daumen nach oben da lassen könntet. Aber ich bin raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.